Dann würde ich direkt das Wort an Frau Freiwald übergeben und wünsche Ihnen und uns allen ganz viel Spaß. Ja, vielen Dank für diese schwungvolle Einleitung, Frau Welkenbach. Schönen guten Tag nochmal an alle von meiner Seite. Mein Name ist Simone Freiwald. Ich habe Kinder- und Jugendliteratur studiert, habe dann sehr lange ganz andere Sachen gemacht und jetzt im Moment bin ich wieder bei den Büchern gelandet seit einigen Jahren, Gott sei Dank. Ich biete maßgeschneiderte Leseförderungsprogramme an und Veranstaltungskonzepte und darf das mittlerweile hauptberuflich machen und ich kann Ihnen sagen, es füllt mein Herz. Ich hoffe, wir haben heute einen schönen Nachmittag zusammen. Ich habe mich durch ganz viele Titel durchgewühlt, die in Ihren Bücherpaketen der Stiftung Lesen, der Leseklubs enthalten sind. Und über ein paar davon würde ich gerne heute mit Ihnen sprechen. Vielleicht geben Sie mir ganz kurz ein Signal. Sie brauchen dafür nur einen gesunden Daumen. Ich würde gerne mal wissen, wer von Ihnen ist denn im Augenblick schon in Leseklubs aktiv? Wenn bitte diejenigen die Kamera zuhalten würden, die nicht aktiv sind, dann kann ich alle sehen, die in den Leseklubs aktiv sind. Okay. Okay, also wir haben ein paar, ich sehe schon, wir sind gut durchmischt. Wir haben ein paar sehr erfahrene Leseclub-Veranstalter dabei. Wir haben aber auch einige Teilnehmer heute, die recht neu auf dem Gebiet sind. Davon gehe ich mal aus, wenn Sie noch nicht so lange oder neu im Leseclub sind. Schön. Ich werde versuchen, auf alles einzugehen, was da auf mich zukommt. Ich würde Sie bitten, wenn Sie eine Frage haben, signalisieren Sie das kurz. Trinken Sie gerne zwischendurch. Es ist sehr warm heute. Die Hitze hat jetzt auch den Norden Deutschlands erreicht. Also bevor Sie in Ohnmacht fallen, tun Sie was, kühlen Sie sich ab. Ja, schön, dass Sie trotz der großen Wärme jetzt alle vor den Bildschirmen sitzen mit mir. Ich glaube, wir starten. Zu diesem Zwecke werde ich meinen Bildschirm mit Ihnen teilen. Das dauert nur einen klitzekleinen Moment. Und dann, jawohl, Frau Welkenbach nickt, dann sehen Sie hoffentlich, was ich sehe. Das ist, wer schon mal bei mir in einer Veranstaltung war, weiß, das ist eins von meinen absoluten Lieblingsbildern, was Sie da gerade sehen. Denn es passiert genau das, was wir versuchen, in den Veranstaltungen, in den Leseclubs auch zu erreichen. Ein Buch ist nicht nur ein bisschen schwarze Druckerschwärze, ein bisschen Text zwischen zwei Seiten Papier, sondern aus einem Buch erwächst eine Welt und erwächst ein Erlebnis. Das ist das, worüber wir alle versuchen, Literatur, Bücher, Geschichten zu vermitteln. Das ist, vermutlich geht es Ihnen da wie mir, das, woran unser Herz wirklich hängt und das, was wirklich Freude macht. Und wir wissen alle, wenn das gelingt, dann gehen nicht nur wir als die Veranstalter aus der Veranstaltung sehr, sehr beglückt raus, sondern auch die Kinder, die nehmen da ganz viel mit. Und deswegen ist das hier immer so mein Haus am See sozusagen, also mein Ziel, auf das ich hinsteuere, mein ganz großer Wunschtraum. Okay, hier ist noch jemand. Können Sie noch die Frau Gündisch eintreten lassen, Frau Welkenbach? Schon passiert. Toll, vielen Dank. Okay, super. Dann kämpfen wir uns mal weiter durch die Präsentation. Ich kann mich in meiner Präsentation gar nicht fortbewegen. Kann es sein, dass ich schon der Host bin? Haben Sie mich Vielleicht schon als dauert Host das auch noch ein bisschen. Eingerichtet? Versuchen Sie es nochmal. Ja. Nee, ich kann hier gar nichts machen. Ich mache hier mal stoppen. Machen Sie mal Stopp, genau. Jetzt. Okay, jetzt kann ich zwar keinen von Ihnen sehen. Jetzt sehen wir aber nichts mehr, Frau Freiwald. Sie sehen jetzt nichts mehr. Okay, super. Ich glaube, es ist alles ein bisschen verzögert. Ich glaube, wir müssen ein bisschen geduldig sein. Ein bisschen geduldig sein? Gut, wir versuchen es nochmal von vorne. Okay, ich sehe Sie, Sie sehen mich, Sie sehen die Präsentation. Ist das richtig? Einmal Jawohl. Daumen hoch, wenn das so stimmt. Wunderbar. Dann fangen wir genau jetzt nochmal von vorne an. Gut, also mein Lieblingsbild habe ich Ihnen gezeigt und ich habe auch nochmal erklärt, warum das so ist. Dieses Buch, das da heute imaginär aufgeschlagen vor uns liegt, ist heute ein Sachbuch.
oder mehrere Sachbücher. Und wir wollen heute einmal nochmal darüber nachdenken, was zeichnet so ein Sachbuch eigentlich aus? Ist das, ist ein Sachbuch, kann das unmodern werden? Gibt es da so einen bestimmten Zeitgeist, der sich ausdrückt? Wie gelingt mir das, dass ich Sachbücher tatsächlich ans Kind ranbringe und das Ganze auch mit ganz viel Lesefreude verknüpfe? Brauche ich Sachbücher eigentlich noch in Zeiten von Google und Internet? Auch eine berechtigte Frage, der wir nachgehen werden. Vom Buch zur Aktion, wie komme ich zum Konzept? Nochmal, wo kann ich nachsehen? Wo kann ich mir Tipps holen? Und schlussendlich würde ich Ihnen gern ein paar Praxisideen mit auf den Weg geben, die Sie vielleicht umsetzen können, wenn Sie möchten. Vielleicht haben Sie auch noch eigene Ideen, die Sie mit uns teilen mögen. Ich würde mich freuen, wenn wir so in der letzten Viertelstunde dieses Seminars ein bisschen miteinander ins Gespräch kommen. Das finde ich ist immer der beste Teil. Und wenn alle Teilnehmer oder einige von Ihnen, die sich trauen, dann auch teilen, was bei Ihnen besonders gut funktioniert hat oder worüber Sie gerne reden möchten. Ich finde, das ist immer sehr, sehr nützlich und sehr, sehr schön, weil das ist aus der Praxis in die Praxis gesprochen und das hilft uns schlussendlich allen. Ja, ich würde zuallererst gerne beginnen mit einem kurzen Sachbuch-Quiz. Ich habe Ihnen unten rechts auch immer das entsprechende Buch abgebildet, aus dem diese Fragen entnommen sind. Ich habe das deshalb gemacht, weil ich Ihnen einfach ein bisschen Mut machen wollte und zeigen wollte, es genügt schon, so ein Sachbuch zur Hand zu nehmen und einen kleinen Fakt daraus sich rauszuzwieseln. Und da kann man dann mit den Kindern sehr, sehr schön ganze Quizstrecken gestalten. Vielleicht möchten Sie, um Ihre Antwort an uns zu senden, den Chat benutzen. Für die Benutzung des Chats drücken Sie unten mittig auf die Taste. Sie werden es nicht glauben, da steht Chat drauf. Und dann können Sie dort eine Eingabe machen und an uns versenden. Ich kann die Ergebnisse leider nicht sehen, aber vielleicht hat Frau Welkenbach noch genügend Zeit, um kurz zu sagen, welcher der Buchstaben am meisten getippt worden ist. Also, die erste Frage, die ich gern an Sie richten würde, ist, was ist Eumiakon? Wer oder was ist Eumiakon? Sind Sie der Meinung, dass das A, ein japanisches Streetfood ist, traditionell gereicht in einer Bambusschale? Ist das möglicherweise B, der kälteste bewohnte Ort der Erde? Oder ist das eventuell C, ein dänischer Volkstanz mit vielen Hopsen und Schnipsern? Oh. Tippen Sie bitte mal jetzt, wenn Sie mitmachen möchten. Ja, es geht schon los. Also ich sehe einige A's, einige B's vereinzelt, eher weniger ein C. Nee, bisher nur ein C. Die meisten sagen B. Haben Sie gegoogelt? Oder wissen Sie es? Ich bin mal gespannt. Wer weiß. Also wenn die meisten B sagen, dann ist tatsächlich in diesem Falle der Mehrheitsentscheid der richtige. Eumiakon ist der kälteste bewohnte Ort der Erde mit kuscheligen minus 68 Grad im Winter. Ist das wohl eine echte Herausforderung für Mensch und Klamotte, würde ich sagen. Ansonsten im Sommer hat es da 21 Grad. Das ist, wer es nicht so gern warm hat wie heute, dann durchaus attraktiv. Sehr schön. Wir kommen mal zur nächsten Frage. Warum fliege ich hier immer raus? Ich weiß es nicht. Frau Welkenbach, ich kann mich nicht in meiner eigenen Präsentation bewegen. Können Sie sich das vorstellen? Ich habe sie gemacht und jetzt lässt sie mich nicht rein. Ey, tatsächlich? Oder Sie schließen sie nochmal und rufen sie nochmal komplett neu auf? Ja, ich versuche das gerne. Jetzt kann ich die Präsentation sehen, aber Sie sehen mich nicht und ich sehe Sie nicht. Das passiert haben mir Sie immer, zwei Bildschirme, Frau Freibald? Habe ich was? Haben Sie zwei Bildschirme? Nein, ich habe nur einen Bildschirm. Okay. Das passiert lustigerweise immer, wenn ich der Host bin. Wir versuchen das weiter. Alle von Ihnen, die mit Technik arbeiten, wissen, Scheitern gehört zum Konzept. Man muss es mit einkalkulieren, sonst ist man absolut verloren. Ich versuche es nochmal.
So. Ich kann mich bewegen. Ich kann mich bewegen in meiner Präsentation. Aber Sie sehen meine ganze Präsentation. So, ich versuche das jetzt mal so. Jetzt sehen Sie zwar alles, was noch drumherum ist, aber immerhin sehen Sie die Präsentation und Sie sehen mich und ich sehe Sie, was viel wichtiger ist. Das ist doch gut. Können Sie den rechten Balken auch noch so ein bisschen verkleinern? Ah, ja, Moment. Nee, der möchte nicht. Okay, nee, dann nicht. Aber so ist es auch lesbar. Ja, okay. Gut, zweite Frage im Sachbuchquiz. Wir lassen uns einfach mal nicht aus der Ruhe bringen. Was ist die Besonderheit an der Luschkow-Brücke in Moskau? Ist das möglicherweise A, dass bis vor 100 Jahren jede Braut darüber getragen wurde? Ist das vielleicht so, dass die Luschkow-Brücke durchgehend mit Bäumen bepflanzt ist? Oder verwandelt sich diese Brücke im Winter in eine Schlittschuhbahn, weil sie mit Wasser geflutet wird? Wenn Sie Lust haben, tippen Sie gerne jetzt Ihre Antwort in den Chat. Ich sehe ganz viele Cs. Vereinzelt ein A, aber C ist die Mehrheit. C ist die Mehrheit? Mhm. Okay, dann liegt die Mehrheit in diesem Falle leider falsch, denn bis vor 100 Jahren ist jede Braut in Moskau über die Luschkow-Brücke getragen worden. Das sollte nämlich Glück bringen. Geflutet wird aber übrigens, ich glaube, es ist der Gorki-Park, also ein Park in Moskau wird tatsächlich im Winter komplett geflutet, sodass man auf den Wegen durch diesen Park mit Schlittschuhen kommen kann. Unfassbar. Also, auch das hier aus einem Ihrer Titel aus den Buchpaketen, Atlas der Städte, der ist ganz wunderbar, der hat jeweils zwei Doppelseiten. Ich komme später zu den Inhalten, ich vergaloppiere mich. Ich spreche danach noch eine Runde drüber. So, dritte Frage im Sachbuchquiz. Wahr oder falsch? Die klare Trennung der Arbeit von Ärzten und Apothekern geht zurück auf ein Gesetz aus dem Jahre 1231. Ist das A wahr oder ist das B falsch? Tippen Sie gerne jetzt. Ich sehe A's und B's. Aha, es ist noch eine, glaube ich, recht ausgeglichene Mischung. Jetzt kommen dann doch mehr A's. Ja. Ja. Okay, A hat die Mehrheit. Ja. Das ist cool. A ist nämlich richtig. Und zwar war es ein Frankenkönig, der im Jahr 1231 Ärzte und Apotheker voneinander getrennt hat. Der Hintergrund war dieser, dass Ärzte nicht gleichzeitig diagnostizieren und Medizin verschreiben sollten, weil dann natürlich die Gefahr bestand, dass Medizin verabreicht und bezahlt werden muss, die möglicherweise gar nicht notwendig ist. Klasse. Also, Sie sehen, ich habe mir jetzt einfach hier drei von den Büchern aus den Paketen rausgepickt und ich habe mir einfach drei wahllose Fakten rausgepickt. Man kann das einfach, suchen Sie sich eine Seite aus und es geht ganz flott, dass man daraus ein Quiz konzipiert. Und das Schöne ist, man kann das nicht nur für die Kinder gestalten, sondern die Kinder können das auch untereinander gestalten. Also wenn Sie unterschiedlichen Teams unterschiedliche Titel in die Hand drücken und sagen, so, eure Aufgabe ist es, Quizfragen hier draus zu machen. Und wenn ihr damit fertig seid, fragen wir uns alle gegenseitig, was wir wissen und was wir nicht wissen. Da können Sie ganz toll eine Stunde mitgestalten und das geht verhältnismäßig flott und ohne großen Aufwand. So, gedanklich möchte ich Sie jetzt aber noch einmal zurück zum Sachbuch führen. Denn das mit dem Sachbuch, das ist so eine Sache. Es ist nämlich tatsächlich so, dass die Literaturwissenschaft gar keine eindeutige Definition für ein Sachbuch kennt. Also das bedeutet, unterschiedliche Literaturwissenschaftler, die sich mit dem Genre befasst haben, haben ganz unterschiedliche Bezeichnungen gefunden, um Sachbücher voneinander zu trennen. Es ist aber in der Tat nie gelungen, diese Definitionen auf einen Nenner zu bringen. Deswegen habe ich Ihnen hier einfach mal ein paar Begriffe wahllos aufgeschrieben, die in der Literaturwissenschaft so verwendet werden, also das Autorensachbuch, klassischerdings in der Unterscheidung zum Reihensachbuch.
Also das bedeutet, klassische Reihen wie was ist was oder wieso, weshalb, warum werden unterschieden vom reinen Autorensachbuch. Wir haben aber auch Bildersachbücher. Das geht sehr, sehr früh los. Also wenn Sie diese klassischen Kinderwagenbücher kennen oder die Bücher für allerfrühestes Bücher anschauen, die man eigentlich noch mehr kaut als anschaut. Ne? Oh, ein Ball, eine Sonne, eine Wolke. Das sind auch Sachbücher, das sind Bildersachbücher. Die kommen vollständig ohne Text aus. In Anbetracht all dieser unterschiedlichen Definitionen halte ich es einfach mal mit den Bibliothekaren. Bibliothekare haben sich praktischerweise darauf geeinigt, zu sagen, alles, was keine Belletristik ist, kann ein Sachbuch sein. Das, finde ich, ist eine sehr schöne Definition. Das lässt nämlich ganz, ganz viel Luft für alles da. Buchhändler sind da ein kleines bisschen pinziger. Buchhändler sagen, nein, Lehrbücher, Lexika und Reiseführer möchten wir hiervon ausgenommen sehen. Also alle Buchhändler unter Ihnen, bitte ich um Nachsicht. Ich habe ein paar Merkmale gefunden, die alle Sachbücher gemeinsam haben. Aber das ist auch alles, auf was die Wissenschaft sich in Bezug auf Sachbücher einigen kann. Deswegen schauen wir uns einfach mal diese Merkmale an. Was also zeichnet ein klassisches Sachbuch aus? Das ist zum einen die Tatsache, dass hier eine Wissensvermittlung von Experten an Nicht-Fachleute stattfindet. Das heißt, das Publikum ist ein rein privates, in unserem Falle natürlich Kinder und Jugendliche. Das heißt aber, wir haben es hier nicht mit wissenschaftlichen Schriften zu tun, sondern die Menschen, die das vermitteln, müssen auch nicht unbedingt Wissenschaftler sein. Also das heißt, wenn wir in die Definition reinnehmen, dass hier von Experten vermittelt werden soll, dann kann das auch ein Experte in Kinder- und Jugendliteratur sein, der eigentlich Jugendbücher schreibt, klassischerdings. Zweites Merkmal für das Sachbuch ist, wir haben wissenschaftliche Informationen verknüpft mit einem starken Unterhaltungscharakter. Also das heißt, an alle Freunde von Terra X zum Beispiel oder diesen lustigen historischen Dokumentationen, die man im Fernsehen sieht. Wir haben hier klassisches Infotainment at its best im Sachbuch. Also wir haben alles, was man Wir haben das Wichtigste, was man zu einem Thema wissen muss, verknüpft mit einem Unterhaltungscharakter. Wichtig nochmal, Sachbücher verfolgen keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Deswegen habe ich mich eben nochmal korrigiert. Also es ist nicht wichtig, dass alles zum Thema drinsteht, sondern es ist wichtig, dass die Dinge zum Thema drinstehen, die uns einen guten Überblick über die Thematik verschaffen. Was ebenfalls alle Sachbücher gemeinsam haben, und das ist das Schöne, ich habe Ihnen hier mal so eine Wortwolke gebaut, und zwar in Form einer Lupe. Und da habe ich einfach mal alle W-Fragen reingeschrieben, die mir eingefallen sind. Wenn wir nämlich ein Sachbuch aufschlagen, sei es ein Kinder- oder auch ein Erwachsenensachbuch, haben wir eigentlich alle die Kinderbrille auf. Wir gucken alle durch die Kinderlupe, denn alle unsere Fragen, die wir als Kinder und Jugendliche an die Welt stellen, weshalb, wohin, wie groß, wie klein, wie funktioniert das eigentlich, wo oder wie oder wer ist dafür zuständig oder weshalb ist das so, dann gucken wir alle durch diese klassische Brille durch und das macht uns manchmal macht es das auch schwierig, Kindersachbücher von Jugendsachbüchern, von Erwachsenensachbüchern zu unterscheiden. Denn durch diese Lupe schauen wir im Grunde genommen alle. Der schöne Effekt ist, dass wir dadurch nochmal einen ganz anderen Blick auf die Welt bekommen. Und das eint uns in diesem Falle als Leser des Sachbuchs alle, bringt uns alle auf einen Nenner. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, meine Güte, die Digitalisierung schreitet voran, ich kann das Internet alles fragen. Was ist eigentlich der Vorteil eines Sachbuchs? Brauchen wir das noch? Ja, ich habe Ihnen hier mal zwei Bilder gegenübergestellt, die so ein bisschen verdeutlichen, welchen Vorteil das Sachbuch in meinen Augen hat, was das Internet nicht hat. Also, Sie sehen diese lose Sammlung von Büroklammern, die in diesem Falle das Internet darstellen. Und Sie sehen auf der rechten Seite ein Männchen, das sich an einer Büroklammernkette entlanghangelt. So ungefähr
sollten Sie sich das auch gerne vorstellen. Wenn ich zum Beispiel Dinosaurier google, dann bekomme ich von der Dinosaurier-Bettwäsche übers Dinosaurier-T-Shirt jede erdenkliche Information über Dinosaurier, aber auch alle Produkte, die ich dazu kaufen kann, alle Autoren, die jemals dazu geschrieben haben, sowie alles Weitere, was Sie sich vorstellen können, wo auch nur irgendwo im entferntesten Dinosaurier draufsteht. Das kann mitunter sehr, sehr mühsam sein, diese Informationen zu strukturieren. Im Gegensatz dazu haben wir das Sachbuch, das die Informationen bereits wie eine Kette aneinander gehängt hat. Denn das Schöne ist, es hat bereits jemand die richtigen Fragen gestellt. Und zu diesen Fragen hat er bereits alle Antworten aufgeschrieben. Extra für mich. Das ist sehr, sehr schön und ein großer Vorteil. Und auch das stellen Kinder sehr, sehr schnell fest. Wenn es um eine Einzelinformation geht, ist das sehr, sehr sinnvoll, wenn man mal Google oder Wikipedia fragt. Will man aber Zusammenhänge ergründen, dann kann ein Sachbuch mitunter sehr, sehr viel hilfreicher sein. Es ist so, Google zeigt uns das einzelne Blatt, ein Sachbuch zeigt uns den kompletten Baum. So dass wir ein Gesamtbild über Fakten bekommen und uns daraus eine Meinung bilden können. Nun ist das so, werden Sie sagen, vor 20 Jahren hat man Fakten ja noch völlig anders behandelt, als man das heute tut. Das stimmt. Vor 20 Jahren oder vor 30 oder vor 50 waren wir auch vielleicht noch nicht so gewohnt, Bilder anzusehen oder die Bilderflut, die uns heute sozusagen ins Haus schwemmt, war vielleicht noch gar nicht so riesig, eine so riesige Welle, wie uns das heute mitunter heimsucht, möchte man fast sagen. Deswegen habe ich mal Folgendes gemacht. Mir ist neulich ein Was ist was aus dem Jahr 1989 in die Hände gefallen. Wir haben es bei uns in der Bücherei aussortiert. Gut. Für mich als Rechercheobjekt war das ganz wunderbar, denn Sie sehen jetzt auf der linken Seite des Bildschirms das Was ist was Inhaltsverzeichnis zum Thema Wale und Delfine aus dem Jahr 1989. Wer schon mal eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat, der wird sehen, es erinnert sehr stark daran, es gibt Überschriften und es gibt Unterkapitel. Es gibt noch ein Bild, sonst gibt es nichts. Im Vergleich dazu sehen Sie auf der rechten Seite des Bildschirms den gleichen Band, Was ist was, Wale und Delfine aus dem Jahr 2013. Sie sehen, auch Sachbücher sind ein Stück weit der Mode unterworfen. Also wir sehen, dass der Inhalt hier wesentlich interaktiver gestaltet ist. Also allein die optische Aufmachung ist eine ganz andere. Das Ganze ist unterbrochen, farbig gekennzeichnet, nochmal ganz, ganz ansprechend in der Bildhaftigkeit und den gleichen Aspekt. Die Änderung in den Abbildungen habe ich auch hier nochmal. Ich habe genau die gleiche Seite. Welche Arten von Walen und Delfinen gibt es? Auf der linken Seite sehen wir die Ausgabe 1989. Wir sehen hier, das ist vom Informationsgehalt her im Grunde genommen gleich. Es ist aber in der Ansprache des Lesers nochmal vollkommen anders gemacht. Also ich möchte nur mal Ihren Blick lenken auf den Beluga-Wal, den wir in der 89er-Ausgabe unten rechts auf dem Bild sehen. Der dümpelt mehr so unmotiviert vor sich hin. Wir können ihn zwar in seiner Gänze bewundern, aber eigentlich hat er mit uns nicht so richtig viel am Hut. Wir sehen ebenfalls die Darstellung eines Beluga-Wals, wenn Sie Ihren Blick auf die Ausgabe 2013 lenken. Auf dieser linken Seite des Buches in einer von diesen Bubbles. Der Beluga-Wal guckt uns ganz genau ins Gesicht. Wir gucken ihm genau auf die Nase drauf. Und das ist natürlich für einen Leser nochmal viel, viel ansprechender, wenn ich das Gefühl habe, hallo, da guckt mich jemand an. Da tritt jemand mit mir in die Interaktion. Und wir sehen hier, der Informationsgehalt mag der gleiche sein, aber die Ansprache an den Leser hat sich geändert. Und es ist tatsächlich so, dass ich neulich jemanden habe sagen hören, die Sachbücher sehen mittlerweile fast aus wie Internetseiten.
Das kann man jetzt bewerten, wie man möchte. Ist das gut oder ist das schlecht? Fakt ist tatsächlich, wenn man so ein bisschen die Entwicklung des Sachbuchs verfolgt, ist, dass die Sachbücher heute mit ihren Informationen wesentlich freundlicher an den Leser herantreten. Es hat nicht mehr diesen streng wissenschaftlichen, ein bisschen staubigen Charakter vielleicht, wenn man da jetzt auf die 89er-Ausgabe drauf schaut. Die ist für Menschen, die ihre Informationen nicht so laut haben möchten, ist die 89er-Ausgabe tatsächlich die bessere möglicherweise? Denn es gibt ja Menschen, die sagen, das ist mir zu bunt, das ist mir zu viel Information auf einer Seite, das ist ja fürchterlich. Also schön ist, es ist hier für jeden Geschmack was dabei. So, jetzt werden Sie sich fragen, wann kommt die Frau endlich zum Punkt? Hier ist er. Wie gestalte ich jetzt mit den Sachbüchern, die ich in den Buchpaketen vorliegen habe, Konzepte? Mein erster Tipp ist immer, sehen Sie nach auf der Seite der Leseklubs. Dort unter Materialien finden Sie wunderbare Broschüren für Medientipps und Aktionsideen. Dort hat die wunderbare Kollegin Christine Kranz für Sie Ideen zusammengetragen. Da sind jetzt nicht nur Sachbücher, sondern da sind in den unterschiedlichen Ausgaben der Broschüren die buntesten Ideen zusammengestellt. Es ist ein ganzer Strauß voller wunderbare Impulse, die Sie aufnehmen können und in Ihren Leseclubs umsetzen. Schön finde ich auch immer, dass hier nochmal die ganze Bandbreite dessen aufgelistet ist, was Sie mit den Kindern alles anstellen können. Sie können als Anschlussaktion an die Bücher basteln und gestalten oder raten und spielen oder sich etwas ausdenken, kreativ werden und schreiben. Oder Sie probieren mal das, was Sie in den Büchern gesehen haben und gehen auf Entdeckungsreise mit den Kindern. Oder Sie lassen sich etwas von den Kindern lesen oder Sie lesen etwas vor oder Sie erzählen einander. Manchmal sind das auch sehr, sehr schöne Stunden, wo man einfach nur in einen Dialog mit den Kindern tritt, in ein Gespräch kommt. Da kann sehr, sehr viel Vertrauen entstehen und da kann man sehr viel Wissenswertes erfahren über den Wissensstand der Kinder, aber auch über die Kinder selbst. Das ist sehr, sehr bewegend gelegentlich. Und Sie können sich bewegen und rausgehen. Klar, gehen Sie an die frische Luft an schönen Tagen wie heute. Ich habe auch noch die ein oder andere Idee dabei, die Sie mitnehmen können nach draußen. Und die ersten Titel, die ich hier mal für Sie mitgebracht habe, die sind jetzt aus dem 2022er Buchpaket. Das sind diese Erstlesertitel. Vulkane, Walle und Delfine und Weltraum. Und die habe ich Ihnen vorangestellt, weil das sind so absolute problemlose Vertreter. Das Schöne ist nämlich, diese Titel haben nicht nur Texte und Informationen zum jeweiligen Thema, sondern die haben auch gleich Leserätsel und Basteleien und alles hintendran, was Sie sich auch nur vorstellen können und was man brauchen kann. Jetzt müssen Sie natürlich nur möglich machen, dass eine ganze Gruppe damit arbeitet. Diese Bücher sind natürlich darauf ausgelegt, dass ein einzelnes Kind davor sitzt und das Erlesene nochmal im Kopf repetiert und sich nochmal zurechtlegt, indem es diese Rätsel und Sprachspiele angeht. Wenn Sie es für eine Gruppe machen möchten, dann empfehle ich, dass Sie das entweder in einem großen Maßstab machen. Das heißt, dass Sie entweder die Wortspiele vielleicht sich vorher dass Sie es über einen Beamer machen. Dann müssten die Wortspiele vorher abfotografiert oder digitalisiert werden. Dann könnten Sie das über einen Beamer an die Wand werfen. Oder Sie kopieren das einfach in riesengroß, sodass alle Kinder die Möglichkeit haben, gleichzeitig diese Erfahrung zu machen und mitzurätseln. Oder die ganz einfache Variante wäre, dass man so viele Kopien dabei hat, wie man Kinder in der Gruppe hat, dass man dann vielleicht versucht, die einzelnen Textabschnitte von verschiedenen Kindern lesen zu lassen, um dann im Nachgang die Rätsel miteinander und in Zusammenarbeit zu lösen. Das ist also eine ganz schnelle Nummer, das ist ganz schnell gemacht und das Schöne ist, das ist auch alles schon fertig. Das ist auch ein toller Einstieg in die Thematik und je nach Interesse können Sie dann einfach den entsprechenden Titel sich schnappen, vielleicht die Kinder auch in unterschiedliche Teams aufteilen
Denn es ist immer so, meine liebe Chefin pflegt immer zu sagen, die Energie geht dahin, wo das Interesse ist. Es wird Ihnen kaum gelingen, das Interesse dorthin zu lenken, beziehungsweise die Energie dorthin zu lenken, wo kein Interesse da ist. Also gut wäre, wenn man die Kinder auch ein Stück weit aussuchen lässt, welches Buch jetzt für sie am ansprechendsten ist. Dann habe ich drei Titel zusammengefasst unter dem Thema Kinder dieser Welt. Es gibt tatsächlich, ich glaube, im 21er Buchpaket gibt es auch eine ganze Reihe Titel, die sich speziell unter dieser Überschrift mit dem Thema aus aller Welt befassen. Ich habe Ihnen hier drei Titel zusammengestellt, die ich ganz wunderbar finde, denn die sind teilweise erzählend angelegt. Schön ist ja immer, wenn man in einer Gruppe zusammen ist, wenn man ein Thema nicht nur in Fakten rüberbringt, sondern als Erzählung. Dazu eignet sich zum einen der erste Titel, den Sie hier sehen, der Atlas Obscura. Das ist die Kids Edition. Dieser Atlas versammelt die 100 abenteuerlichsten Orte der Welt, auch unter anderem Oymyakon, den kältesten Ort der Welt. Und das Tolle an diesem Atlas Obscura ist, der hat die entsprechenden Koordinaten tatsächlich mit eingetragen. Also wenn Sie reinschauen, dann sind unter den entsprechenden Orten auch immer die Koordinaten eingetragen, unter denen man diesen Ort auf einer Weltkarte finden kann. Und ich weiß, im Paket der Leseclubs ist, soweit ich mich recht entsinne, auch immer ein Tablet-PC dabei. Und wenn man auf der App Karten, die auf diesen Apple-Tablets drauf sind, diese Koordinaten eingibt, erscheint tatsächlich ein Ort. Ich habe das für Sie ausprobiert und ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel, dass das funktioniert. Man hat also nicht nur die Möglichkeit, spannende Dinge über ganz absonderliche Orte auf der ganzen Welt nachzulesen, sondern Sie können die Koordinaten eingeben bei Karten und sehen dann, wo auf der Welt dieser Ort tatsächlich liegt. Ich finde, das ist eine schöne Information, die man zusätzlich noch dazu gewinnen kann. Und außerdem macht es den Kindern natürlich wahnsinnig viel Spaß, in die Recherche zu gehen und einfach mal zu schauen. Man kann ja auch vorher mal fragen, wo die Kinder schätzen, dieser Ort auf der Welt liegt, und dann gucken, wer recht gehabt hat. Der zweite Titel, den Sie hier in dieser Auflistung finden, das ist Alle Welt zu Tisch. Das sind preisgekrönte Illustratoren und Autoren, die diesen Titel zusammengestellt haben. Immer auf einer Doppelseite finden wir nicht nur in verschiedenen Ländern zusammengestellt die größten Delikatessen, die man in diesen Ländern essen kann, sondern wir finden tatsächlich auch die Kulturtechniken, wie bestimmte Lebensmittel hergestellt werden. Also hochinteressant, das Ganze allerdings eher angelegt wie ein Wimmelbuch. Also der Titel ist zwar, jeder Bibliothekar schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, der Titel ist riesig. Ich empfehle aber trotzdem, wenn Sie es mit einer Kindergruppe machen wollen, dass Sie eine Methode für sich finden, das Ganze groß zu machen. Deswegen entweder wieder über einen Beamer und an die Wand werfen oder alternativ dazu, wenn Sie unterschiedliche Gruppen beschäftigen wollen, möglicherweise einmal groß kopieren und an eine Wäscheleine hängen, sodass mehrere Kinder immer die Möglichkeit haben, in eins reinzuschauen. Wenn aber 10, 15 Kinder versuchen, in ein Buch zu gucken, das geht meistens nicht so richtig gut. Also diesen Titel kann ich, wie gesagt, sehr empfehlen. Das ist wimmelbuchartig aufgemacht. Hier sind ganz, ganz viele kleine Informationen. Also auch hier wäre es vielleicht schön, jeweils einem Kinderteam so eine Doppelseite zur Verfügung zu stellen und dort entweder als Quiz oder ja möglicherweise in irgendeiner anderen Form spielerisch die Inhalte zu verarbeiten. Gut würde auch funktionieren, wenn man beispielsweise diesen Titel zur Verfügung stellt, auf kleine Kärtchen eine wahllose Information schreibt und die Kinder dazu auffordert, diese Information innerhalb des Buches ausfindig zu machen. Das kann ein bisschen dauern, lehrt aber tatsächlich den Umgang mit dem Glossar zum Beispiel oder dem Inhaltsverzeichnis, was auch wieder schön ist. Ein schöner Nebeneffekt. Dann hatten wir auch in dem Quiz eben schon den Atlas der Städte. Auch dieser ist im Bücherpaket
enthalten von 2021. Auch da reisen wir um die Welt und finden Informationen zu einzelnen großen Städten und den schönsten Plätzen und Orten, die man dort sehen kann. Ich habe Ihnen hier drunter mal so eine Sammlung von Links zusammengestellt. Das hier sind einfach Links, die man aufsuchen kann, wenn man auf der Suche ist nach Spielen aus aller Welt. Denn all diese Titel, die so unterschiedliche Gerichte, Fakten und Eigenarten aus aller Welt zusammentragen, dann ist es natürlich schön, wenn man vielleicht auch mit den Kindern das ein oder andere Spiel spielt, das sie so von ihrer kulturellen Herkunft nicht kennen. Das Letzte, das Unterste, ist eine ganze Broschüre, die man dazu ausdrucken kann. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, ich habe mir solche Weltkugeln besorgt. Das sind Bälle, die sind weich, da kann man sich nicht dran wehtun. Das Ganze gibt es aber auch zum Aufblasen als Wasserball. Vielleicht haben Sie sowas ja auch zu Hause. Die Kinder haben unglaubliches Vergnügen dran, sich vorzustellen, wie das wäre, wenn man tatsächlich mit der Weltkugel rumschmeißen würde. Und die erste Idee, die mein Sohn hatte, war zum Beispiel, dass man diesen Ball, diese Weltkugel, sich gegenseitig zuwerfen kann. Und jedes Mal, wenn der runterfällt, das heißt, die Erde würde auf irgendeinen harten anderen Planeten prallen, dann tut man so, als wäre gerade ein Erdbeben und alle müssen auf ihren Füßen rumwackeln sich fürchterlich gruseln, weil jetzt gerade die Erde bebt. Also was auch immer Ihnen einfällt mit diesen Weltkugeln, das ist auf jeden Fall ein toller Aufhänger. Das ist ein ganz tolles Gesprächsthema. Die Kinder finden das unglaublich spannend. Es ist im Grunde genommen nur ein Ball, aber die Kinder finden es total toll, dass sie den Erdball herumschmeißen. Ich habe mittlerweile 2 davon, denn so ist es mir möglich, 2 Teams zu bilden und zum Beispiel Spiele zu spielen, bei denen 2 Teams gegeneinander antreten müssen. Und dann zieht keiner den Kürzeren und beide dürfen eine Erde haben. Ganz wichtig. Ein kurzer Blick zur Zeit. Wir liegen gut in der Zeit. Das ist schön. So. Das nächste Thema, das ich Ihnen mitgebracht habe, auch hier haben wir es wieder mit erzählender Sachliteratur zu tun. Das sind 2 Titel. Ich habe es mal genannt. Mythische Wesen, Haltung und Pflege. Der eine Titel, Drachen, ist leider vergriffen, ist nur noch in einzelnen Buchhandlungen zu bekommen. Das ist der rechte, den Sie hier sehen. Der ist im Buchpaket 2021, glaube ich, drin. Der linke Titel, die Mythopädia, ist eine Empfehlung meinerseits. Wenn Sie die Gelegenheit haben, wenn Sie den vielleicht bei sich in der Bücherei erhältlich haben oder wenn Sie den irgendwo mal sehen und erwerben möchten können, bitte tun Sie es. Das ist ein großartiges Buch, das die Erzählungen von mythischen Wesen aus der ganzen Welt zusammenfasst. Wir reisen also hier einmal um den ganzen Globus und zusammengefasst sind hier die Geschichten Fabelwesen aus aller Welt. Und das Schöne ist, das lässt eine relativ große, wir haben eine große Range an, was das Alter der Kinder angeht. Denn wir haben hier sowohl sehr, sehr wohlwollende, mythische Wesen, gute Geister. Wir haben aber auch ein paar Gestalten, denen man lieber nicht im Dunkeln begegnen möchte. Und nicht alle meinen das gut mit den Menschen. Das Schöne ist, es geht natürlich immer am Schluss gut aus. Das ist Grundvoraussetzung für ein Buch für Kinder und Jugendliche. Abgesehen davon ist dieses Buch aber auch ganz wunderbar in seiner künstlerischen Gestaltung. Also es ist ästhetisch. Okay, wir haben es jetzt hier mit einem Bösewicht zu tun. Sie sehen es schon. Vielleicht finde ich auch noch einen guten Geist. Das ist ästhetisch sehr, sehr schön gestaltet. Ich halte es jetzt einfach mal so profan noch mit ins Bild. Und bietet auch Raum, um mit den Kindern vielleicht später noch mal eine gestalterische Umsetzung zu wagen. Zu dem Drachenbuch habe ich Ihnen hier auch noch mal, also Sie finden, wenn Sie Malvorlage Drachen zum Beispiel mal ins Internet eingeben bei Google, finden Sie ganz, ganz viele Malvorlagen. Ich habe jetzt hier 2 gewählt. Das eine vielleicht
für jüngere Kinder. Das linke Bild, da sehen die Drachen auch sehr, also gar nicht furchteinflößend aus. Wenn sie es mit bisschen älteren Kindern zu tun haben, möglicherweise auch Jungs, die lieben das auch sehr, wenn die Drachen mal sehr böse sind und auch mal sehr bedrohlich sein können. Und dann habe ich, Sie sehen auch unten rechts das Bild, das habe ich mal auf Pinterest entdeckt. Das ist eine Gestaltungsmöglichkeit. Also das heißt, wir brauchen zweimal den Kopf des Drachen, wir brauchen zweimal das Schwanzende und die Mitte wird dargestellt durch so eine Hexentreppe. Das ist eine Papierfalltechnik, die haben wir als Kinder irgendwie alle drauf gehabt. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch alle Kinder können, aber auf jeden Fall ist das ja auch mal sehr erstrebenswert, dass man nochmal so eine Hexentreppe mit denen faltet und das Ganze dann auf zwei Stäbe geklebt. Das sind einfach Schaschlikstäbchen. Und dann hat man ein Spielzeug miteinander gestaltet. Und das Schöne ist, es erinnert so ein bisschen, gerade mit diesen Stäben dran, an die Schattenspiele, die man zum Beispiel in Südostasien sehr oft als Theater erleben kann. Also eine Spielidee, die man selber gestalten kann. Sie brauchen hier jetzt nicht unbedingt auf den Drachen zurückgreifen, den ich jetzt hier gemacht habe. Wenn die Kinder sich selber mythische Wesen ausdenken möchten oder ein anderes mythisches Wesen bevorzugen, ja, bitteschön, basteln Sie drauf los, umso schöner. Eine weitere Aktionsidee, die ich Ihnen mitgebracht habe, habe ich angelehnt an das Buch Wo ist Theatrine? Wo ist Theatrine? Ist aus dem 2022er Buchpaket, also aus dem aktuellen Angebot für die Leseclubs. Und das Tolle ist, es behandelt ein Thema, das eigentlich nicht so breit abgedeckt ist auf dem Markt. Es befasst sich nämlich damit, was eigentlich vor und hinter einer Theaterbühne so alles los ist. Das heißt, wir bekommen Einblick in die Kostümnäherei, in die Werkstatt des Perückenmachers. Wir erleben das Ballett, das im Hintergrund in einem geheimen Ballettsaal übt und sich auf seinen Auftritt vorbereitet. Und es geht um einen Botenjungen, der ein Paket bringen möchte und er sucht die geheimnisvolle Theatrine und bevor er sie findet, muss er natürlich einmal das komplette Theater durchqueren und durchläuft all diese unterschiedlichen Gewerke und Künstler, die da am Schaffen sind. Das Tolle ist, wie gesagt, das Thema ist nicht so richtig viel abgedeckt, das ist sehr, sehr schön und zum Zweiten ist der Text dieses Buches in Reimen geschrieben. Also auch hier phonologische Bewusstheit. Ne? Alles, was reimt, ist ja auch so ein ganz starker Aspekt nochmal, der sprachlich nochmal unterstreicht, wie schön so ein Text eigentlich sein kann. Und das macht den Kindern in den meisten Fällen, habe ich festgestellt, sehr, sehr viel Spaß. Denn natürlich grübelt der Kopf bereits, wie der entsprechende Gegenreim lauten muss, wenn man die erste Zeile gelesen hat. Ich habe Ihnen auch hier nochmal ein paar Sachen abgebildet, die ich mir gut vorstellen kann. Wie immer ist das aber so, bitte nehmen Sie das nur als Sprungbrett für Ihre eigenen Ideen. Lehnen Sie sich aus. Ich habe zum einen habe ich links von der Seite illustratorenfuerflüchtlinge.de. Da waren deutsche Illustratoren so freundlich und haben einige ihrer Werke zum kostenlosen Download bereitgestellt. Natürlich ist es gewünscht, dass man das nicht kostenlos downloadet, sondern vielleicht eine kleine Spende dalässt, wenn Sie sich dazu durchringen könnten. Man wird es Ihnen danken. Ich habe festgestellt, Anziehpuppen basteln, also ich bin Kind der 70er, das war für uns, ja, das haben wir eigentlich öfter mal gemacht. Kinder von heute wissen gar nicht mehr so ganz genau, was Anziehpuppen sind und was man damit eigentlich macht, habe ich festgestellt. Also ich habe meinen Kindergruppen mal diese Anziehpuppen mitgebracht und die haben mit großer Freude für Prinz und Prinzessin diese unterschiedlichen Outfits, diese unterschiedlichen Kostüme angemalt und ausgeschnitten und angepasst und wenn man ganz geschickt bei der Hand ist und auch nicht vergisst, die kleinen Umklapplaschen dran zu lassen, die man dann braucht, um das Kleidungsstück an der Puppe hinterher zu befestigen, dann kann man sogar eigene Kreationen entwerfen und möglicherweise diese beiden
Anziehpuppen hier männlich und weiblich, die ich Ihnen mitgebracht habe, für die Bühne auszurüsten. Wer das Projekt gerne größer mag, der kann sich natürlich gerne mit großem Pomp viele verschiedene, unterschiedliche Gruppen bilden und die eine Bühne gestalten lassen. Also ich habe zum Beispiel Entwürfe gesehen, da wurde ein Schuhkarton mit mehreren Schlitzen ausgestattet, sodass man unterschiedliche Bühnenbilder von oben durch die Schlitze in den Schuhkarton hineinsenken konnte und so auswechselbare Bühnenbilder machen konnte. Also wenn Sie große Kindergruppen da haben und Sie sagen, wir haben Bühnenbildner, wir haben Kostümbildner, die diese schauspielernden Puppen einkleiden möchten. Wir haben vielleicht Kinder da, die sich gerne um die Musik oder um das Licht kümmern möchten. Da tut es ja vielleicht auch schon eine Schreibtischlampe, die man entsprechend an unterschiedliche Stellen stellt, um unterschiedliche Effekte zu erreichen. Binden Sie gerne alles ein, was Sie an Ideen kriegen können. Wie aufwendig Sie das gestalten, ist schlussendlich Ihnen überlassen. Wenn Sie mehrere Stunden zur Verfügung haben, wenn Sie das über mehrere Wochen hinziehen möchten, dann können Sie es sehr, sehr groß aufziehen. Wenn Sie sagen, ich habe meine Projekte lieber klein, sodass ich die innerhalb meiner Stunde abfeiern kann, die mir zur Verfügung steht, dann tut es auch schon ein kleines Projekt. Ich habe hier unten mal abgebildet, wie ich einen Schuhkarton ausgestaltet habe. Das war jetzt wirklich so ein 10-Minuten-Ding. Ich habe hier, das passt jetzt nicht zur Theatrine, weil ich es zufällig noch da hatte. Deswegen habe ich es Ihnen ganz kurz abfotografiert. Das gehört jetzt ursprünglich zum Buch Der Besuch von Antje Damm. Da ist unten in dem Schuhkarton, wie Sie sehen, einfach eine Rille reingeschnitten. Und die Hauptfigur dieses Buches habe ich als Stabpuppe gestaltet. Das Ganze habe ich mit einem ganz simplen Kopierer gemacht. Aber Sie können auch mit viel Kreativität, können Sie natürlich auch den Raum dieses Hauses mit eigenen Malereien verzieren, mit Tapeten, mit Möbeln, die Sie aus Pappe bauen. Sie sind da völlig frei. In dem Fall ist es so, dass man die Stabpuppe einfach durch diese Rille unten steckt, die in dem Schuhkarton angebracht ist und dadurch kann die sich durch diesen Raum bewegen. Ich habe jetzt hier auch noch eine Tür reingeschnitten, denn in dem Buch Der Besuch von Antje Damm geht es um eine Dame, die eigentlich abgeschottet von aller Welt lebt und plötzlich und unerwartet Besuch bekommt. Deswegen klopfen die Kinder da gerne immer mal an die Tür und bringen ihr was mit. Das aber nur als kleiner Nebengedanke. Also wie gesagt, wenn Sie mal ein Theater gestalten möchten, bringen Sie einen Schuhkarton mit und schon haben Sie eine dreidimensionale Bühne, die Sie bespielen können mit den Kindern und ausgestalten. Der nächste Tipp, den ich für Sie habe, das ist auch ein Buch aus dem Buchpaket. Und zwar heißt das Buch Wahrheit oder Quatsch. Und das ganze Buch ist eigentlich schon ein Projekt in sich. Das Buch ist insofern toll, als dass hier Begriffe, zum Teil fremdsprachlich, zum Teil auch Sachverhalte, nachgefragt werden. Und es gibt auf jeder Seite immer eine Seite, es ist immer eine Doppelseite, die sich damit befasst. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Seite, was macht ein Podologe? Die eine Seite des Buches beinhaltet lauter Antworten, die ausgedacht sind und damit natürlich Quatsch. Die andere Seite des Buches beinhaltet die richtigen Antworten. Und ich habe das jetzt so gemacht. Ich habe meine Gruppen aufgeteilt und ich habe denen Kärtchen gegeben. Team A, Team B, Team C. Wenn Sie diese Gruppen nicht mit zwei Kindern bestücken, sondern vielleicht sogar mit drei Kindern, dann lernen die gleich noch was über Demokratie. Es ist nämlich so, dass jeder eine Stimme hat und dass wenn aber das Team drei Leute und damit drei Stimmen hat, dann zählt natürlich der Mehrheitsentscheid und möglicherweise muss einer sich diesem Entscheid beugen. Das geht nicht immer ganz ohne Konflikt, aber ich finde, auch das muss man mal machen und auch das muss man mal aushalten und mal ausprobieren. Also, Sie geben Ihren Kindern Kärtchen, auf denen steht Team A, Team B, Team C. Auf den Boden legen Sie zwei Marker. Bei mir waren das zwei große Seiten. Die habe ich
einfach bestempelt mit Wahrheit oder Quatsch. Die kann man dann hinlegen und sie verlesen, ganz wie sie möchten, entweder Quatsch oder Wahrheit, zu jeweils einer Fragestellung. Was macht ein Podologe? Warum muss man pupsen? Warum stechen Stechmücken? Warum fliegen einem manchmal die Haare? Oder woher kommt Strom? Wichtige Fragen des Alltags. Zwei Stationen, Wahrheit oder Quatsch. Und ihre Teams müssen dann die Kärtchen auf der entsprechenden Station ablegen und sind so im freundlichen Wettbewerb miteinander. Interessanterweise habe ich festgestellt, dass die Kinder immer beide Seiten vorgelesen haben möchten. Also, dass man nach der Quatschseite auch die Wahrheit vorliest, das kann ich noch gut verstehen. Aber sie wollten tatsächlich, wenn ich mich dazu entschlossen habe, die Wahrheitsseite vorzulesen, gerne auch die Quatschseite hören. Ja, diese letzte Idee, die habe ich mir abgeschaut von einer wunderbaren Kollegin, Gudrun Sulzenbacher. Gudrun Sulzenbacher hat dieses Buch geschrieben, Neue Leserezepte, kreative Methoden. Das ist ein Buchtipp, den ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben möchte. Frau Sulzenbacher hat nämlich mal aufgeschrieben, was man mit einem Buch wirklich alles tun kann. Welche Teile eines Buchs kann man verwenden, um sie in eine Aktion umzusetzen? Und Sie werden staunen, Frau Sulzenbacher ist es gelungen, alle Teile eines Buches zu nutzen, um in die Aktion zu kommen. Also tatsächlich ist es in diesem Titel Neue Leserezepte auch so, dass unterschiedliche Inhaltsverzeichnisse mal miteinander verglichen werden können. Wenn Sie unterschiedliche Inhaltsverzeichnisse aus Büchern rauskopieren und diese den Kindern kommentarlos einfach mal nebeneinander legen und die Kinder sollen mal sagen, was sie davon halten und einfach mal beschreiben, was sie sehen, wenn sie diese unterschiedlichen Inhaltsverzeichnisse anschauen. Im zweiten Schritt können dann diese Inhaltsverzeichnisse beispielsweise den entsprechenden Büchern zugeordnet werden, ohne dass sie ganz genau sagen, welches eigentlich dazugehört und ohne, dass der Titel des Buches auch auf dem Inhaltsverzeichnis tatsächlich konkret aufgeschrieben ist. Sie können aber auch das Glossar eines Buches verwenden, indem Sie zum Beispiel diese Kurzerklärungen, die da jeweils gegeben worden sind, umsetzen in ein Quiz wie das, das ich am Anfang mit Ihnen gespielt habe. Das können die Kinder tatsächlich auch gegenseitig füreinander machen und sich so zu einem kleinen Wettbewerb des Wissens herausfordern. Sie können auch die Register der Bücher nutzen. Meistens sind Register und Glossar so ein bisschen Stiefkinder. Oftmals wissen Kindergruppen gar nicht so recht, was man damit so wirklich anfangen soll. Ja, da stehen nochmal die wichtigsten Begriffe aus dem Buch aufgeschrieben. Wenn Sie mal so ein Quiz damit gemacht haben, dann werden Sie feststellen, das ist tatsächlich ein sehr, sehr nützlicher Bereich des Buches, wo man in Kurzform nochmal nachschauen kann, worum es eigentlich gegangen ist. Ja, das wäre es jetzt tatsächlich von meiner Seite aus erstmal. Ich sage erstmal vielen Dank. Ich stoppe mal hier meine Präsentation und gucke mal, dass auch keiner von Ihnen mittlerweile ohnmächtig geworden ist oder eingeschlafen. Nein, das sieht gut aus. Wie schön, Sie sind alle noch bei mir. Ja, und ich würde jetzt einfach gerne mal fragen. Ich bin natürlich neugierig. Wer von Ihnen hat denn schon eigene Erfahrungen mit Sachbüchern sammeln können? Wer von Ihnen hat gute Ideen? Wer von Ihnen ist grandios gescheitert. Auch das, finde ich, sind immer wahnsinnig spannende Geschichten. Ich erzähle meine am allerliebsten mit Sachen, die überhaupt nicht klappen wollten. Denn das sind eigentlich die Stunden, aus denen ich meine besten Erfahrungen mitgenommen habe. Hat einer von Ihnen Lust, etwas zu teilen? Überlegen Sie das gut. Wenn Sie nichts erzählen, erzähle ich immer weiter. Das ist ja auch nicht nur schön. Ja, eine also Dame namens Christina, gerne. Ich war heute in der Kita, also ich habe es mit 3- bis 6-Jährigen zu tun. Und ich hatte ein Buch über das Thema Zeit.
Und da habe ich die Kinder einfach gefragt, welche Uhren kennt ihr? Weil heute ist ja alles digital, aber trotzdem, welche Uhren kennt ihr? Und dann Kirchenuhren, Kuckucksuhren haben die alle aufgezählt. Und dann ging es einfach um Zeitmessung. In welcher Form kann man Zeit messen? Dann gibt es auch Jahreszeiten, Monate, Wochen, Tage, Stunden, Minuten, Sekunden. Dann haben wir einen Puls gefühlt gegenseitig. Dann ging es um das Thema Augenblick. Und da gab es ein wunderschönes Buch. In einem Augenblick kann man sich einen Kuss geben. Dann gab es großes Geküsse innerhalb der Gruppe. Die fanden das total super. Das war aber nur ein Augenblick. Das verging dann. Und dann ging es dann um den Verlauf der Zeit, ob man es an mir ansieht. Ja, du bist alt. Ja, warum bin ich alt? Ja, du hast schon graue Haare. Aha. Dann habe ich ein Bild in diesem Buch mit einer älteren Frau, mit Falten. Was hat die Frau, was ich noch nicht so viel habe? Und die Kinder werden da total aktiv, waren sehr aktiv, im unterschiedlichsten Alters, sofort da, bei der Sache. Und jeder hatte was zu sagen. Also es ist auch ein breites Thema, das Thema Zeit, finde ich, wo man viel, viel anbringen kann. Vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Beispiel, Christina. Ich glaube, es ist Ihnen gelungen, dieses sehr abstrakte Thema Zeit doch so auf die kindlichen Bedürfnisse runterzubrechen, dass es jedem gelungen ist, eine Idee davon zu bekommen, dass Zeit etwas ist, das immer vergeht, aber das man messen kann. Schön. Augenblicke, Pulsschläge, Sekunden, Minuten, großartig. Das ist auch ein wunderbares Sachthema, das Sie aber zu einem Erfahrungsthema gemacht haben. Großartig. Vielen, vielen Dank. Frau Gündisch hat noch ein Beispiel für uns. Ja, wir haben gerne auch Kindergartengruppen oder Schulklassen bei uns in der Bücherei. Und jetzt beim Sachbuchthema, dann kommt natürlich ganz, ganz, ganz viel. Und es ist schwierig, sich zu entscheiden. Aber wir hatten einmal ein Thema, das Ei, für einen Kindergartenbesuch ausgesucht und hatten dann das Glück, wir durften uns verschiedene Vogeleier ausleihen, also von Wachtelei bis zu Gänseeiern und haben dann auch verschiedene Stationen aufgebaut, haben die Kinder raten lassen, wie schwer wohl welche Eier sind und dann natürlich vorher gewogen, wie schwer sie tatsächlich sind. Dann haben wir mit sehr viel Mühe Eier halbiert und dann versucht, auf 4 Eistücken quasi eine Platte zu legen und zu gucken, wie lange halten Eier überhaupt Gewichte aus, also wie viele Bücher kann man draufstapeln, bis dann tatsächlich was kaputt geht. Es war aber eine Herausforderung, die so aufzuschneiden, dass sie wirklich einigermaßen, dass die Eierstücke gleich groß sind und haben natürlich auch eine Geschichte dazu vorgelesen beziehungsweise Bücher rausgesucht und haben natürlich dann auch so einen Eierlauf gemacht. Der hat den Kindern besonders viel Spaß gemacht und sind, also wenn man da mal anfängt nachzudenken, kommen auf ganz, ganz viele interessante Sachen und Ideen. Und dann haben wir natürlich dann auch noch ein Ei gebastelt, das man so aufkloppen konnte mit so einer alten Umschlagnadel, also von so Postumschlägen. Und innen war dann ein Küken, das rausgeschaut hat. Aber es war auch wir hatten einen ganzen Vormittag Zeit, also mit Brotzeit und so waren wir gut beschäftigt und waren eiglücklich. Super, vielen lieben Dank. Ein sehr, sehr umfassendes Thema, gerne auch genommen vor Ostern, passt natürlich zur Jahreszeit im Frühling. Mich würde noch interessieren, Frau Gündisch, welche Altersgruppe haben Sie da gehabt zu dem Thema? Also das ist ein integrativer Kindergarten gewesen. Die hatten wirklich von 2,5 Jahren bis zu 6 Jahren alle Altersstufen. Und das war auch ein bisschen die Herausforderung, wie können wir die alle ins Boot holen, und haben dann tatsächlich Gruppen gemacht und die Erzieher mit ins Boot geholt, ein bisschen vorher abgestimmt, was können wir anbieten, und das den Kindern auch ein bisschen freigestellt. Also es war mehr wie so ein Zirkellauf. Jeder konnte mal zu einer bestimmten Aktion oder zu einem Tisch gehen, das ausprobieren, erfahren. Manche haben das dann ganz häufig wiederholt, weil es ihnen so gut gefallen hat. Manche sind dann, haben sich zurückgezogen und haben dann lieber noch eine Geschichte gehört.
Klasse, vielen Dank. Sie haben gesagt, Sie haben es in der Bücherei gemacht. Ich finde, das ist ein ganz, ganz gelungenes Beispiel dafür, wie das gelingen kann, ein Thema mit allen Sinnen erfahrbar zu machen. So wie Sie eben schon gesagt haben, die Kinder gehen hin, die fassen es an, die können das, ne, begreifen im allerbesten Sinne dieses Wortes. Und wenn das gelingt, ein Thema tatsächlich so dreidimensional und umfassend anzubieten, das ist ein großes Glück, wenn man die Zeit, das Personal hat, das in der Bandbreite auch anbieten zu können. Klasse, vielen Dank. Also man kann so aufwendige Themen macht man vielleicht auch nicht unbedingt 5-mal im Jahr. Aber mit der Zeit hat man ja auch so ein bisschen einen Ideenordner und kann dann wieder drauf zurückgreifen. Oder als wirklich sehr guter Tipp gibt es ja die kleinen Forscher. Also jetzt im Juni ist ja wieder der Tag der kleinen Forscher. Und wenn man lieb bittet, bekommt man von denen auch die Broschüren zugeschickt, obwohl es mehr an Kindergärten und Schulen orientiert ist. Und das sind immer ganz, ganz viele tolle Ideen. Und wir beteiligen uns zwischen das zweite Mal an diesem Tag der Forscher und testen da schon mal so ein bisschen aus, was funktioniert für welche Altersgruppe und übernehmen das dann gerne in den Leseklub oder auch für Ferienaktionstage. Sehr schön. Vielen Dank. Ja, es gibt tatsächlich auch vom Haus der kleinen Forscher, ich glaube, das ist der gleiche Ursprung, gibt es auch ganz, ganz tolle Apps, die man aufs iPad runterladen kann. Das sind ganz hilfreiche, ja, eigentlich alltägliche Vorgänge, die da digital dargestellt werden. Die sind kostenfrei runterzuladen. Das ist natürlich schwierig, wenn man nur ein iPad zur Verfügung hat, weil das immer, eigentlich braucht man mindestens eins pro Kinderpaar, würde ich sagen. Aber wenn man mal die Gelegenheit hat, wenn Sie mal die Gelegenheit haben, schauen Sie da gerne mal rein. Haus der kleinen Forscher kann man eingeben im App Store und dann kann man die entsprechenden Anwendungen dort finden. Ja, eine großartige Idee, was mir auch zum Thema Eier einfällt. Wir haben mal ein Eier-Memory gemacht. Und zwar gibt es ja verschiedene Tiere, die Eier legen. Wenn man mit den Kindern eine Weile drüber spricht, kommen die auch dann sehr schnell drauf, dass ja nicht nur Vögel Eier legen, sondern auch Insekten und Fische. Und ja, wir haben einfach mal die Eier von unterschiedlichen Tieren als Abbildung aus dem Internet gezogen und ausgedruckt und dann das entsprechende Tier auf die zweite Memory-Karte abgebildet. Und dann mal geschaut, wer findet die richtigen Paarungen raus. Das ist gar nicht immer so einfach. Also ich habe sie auch nicht alle immer hingekriegt. Das ist nochmal eine schöne Idee, um da auch in die Aktivität zu kommen und sich mit dem Thema nochmal näher zu befassen. Gibt es denn von Ihrer Seite aus Themen, von denen Sie sich wünschen würden, dass wir da nochmal drüber sprechen? Gibt es Wünsche? Okay, wir haben wunschlos glückliche Teilnehmer. Das ist ein erstrebenswerter Zustand. Behalten Sie ihn bei, solange Sie können. Nein? Okay. Mir ist noch etwas eingefallen. Ich habe neulich gesucht nach neuen Ausgaben rund ums Thema Geschichte. Und war erstaunt. Früher haben Verlag, also wir mussten den, oder wir haben den Bestand ausgedünnt, haben wirklich viel Altes rausgenommen. Ich wollte das Neues kaufen, habe festgestellt, boah, im Bereich Geschichte gibt es gar nicht so viel Neues. Also ja, entweder sehr komisch illustriert oder ja, von dem Thema sehr einseitig. Und wenn da nochmal Tipps kämen oder überhaupt rund ums Thema Geschichte, das wäre jetzt was, ich fände das toll. Okay, das nehme ich gerne auf. Also ich habe ja gesagt, mein besonderer Liebling, das sind immer Sachbücher, die eine Geschichte erzählen.
Also ich bin jetzt nicht so der Faktenheinzel und ich kann mir auch absolut keine Geschichtszahlen merken, muss ich gestehen. Vielleicht ist es deshalb für mich viel, viel leichter, geschichtliche Zusammenhänge aufzunehmen, wenn ich das innerhalb einer Erzählung serviert bekomme. Und es gibt die Reihe, weil Sie haben sich jetzt bezogen auf komische Illustrationen. Ich hoffe, diese Reihe ist nicht damit gemeint. Gibt eine sehr schöne Reihe, Willi Weltenbummler heißt die. Und es ist immer ein kleiner Junge. Willi Weltenbummler kann sich mit einem Augenzwinkern in eine andere Zeit versetzen. Und es gibt verschiedene Bände dieser Abenteuer. Das heißt, er ist einmal im alten Rom, einmal im alten Ägypten unterwegs. Und er kann ganz unterschiedliche Epochen bereisen mit sehr geringem Aufwand. Und das Schöne ist, er ist immer ein Kind in dieser Epoche. Und das bedeutet, er ist zum Beispiel das Kind einer ägyptischen Familie und seine Mutter ist von Beruf Klageweib. Das war jetzt für mich von der Perspektive her völlig neu. Das fand ich sehr, sehr schön, weil es nicht immer nur um die ganz großen Kulturgüter der unterschiedlichen Epochen geht, also natürlich auch, das ist ja klar, das muss ja auch genannt werden und es gehört ja auch dazu. Aber es ist aus der Perspektive dieses Kindes natürlich nochmal ein bisschen anders geschildert und man hat auch immer diesen familiären Zusammenhang. Also klar, er ist im alten Griechenland und sein Bruder nimmt an der Olympiade teil. Ja, die ganz großen Fakten, die passen alle, aber es gibt halt auch ganz kleine interfamiliäre Fakten dazwischen, die ein klassisches Geschichtsbuch so gar nicht bedienen kann. Und ich finde, das macht diese Reihe zum Beispiel sehr, sehr liebenswert, weil man praktisch in die Familien eintaucht und mit diesen Familien ein Stück in dieser Epoche lebt. Die Illustrationen sind ein bisschen wie ein Comic, muss man sagen. Recht modern, aber auch sehr farbenfroh. Und die sind immer in dem Dekor der Ästhetik der jeweiligen Epoche angepasst. Also das ist jetzt eine Reihe, die ich kenne. Will jetzt auch nicht allzu viel Werbung dafür machen. Aber die kenne ich jetzt zufällig und die finde ich ganz, ganz großartig, um da einzusteigen. Und wie gesagt, in der Arbeit mit Kindergruppen finde ich das immer toll, wenn man ein Thema einleiten kann, indem man wirklich ein Stück vorliest aus dem Sachbuch. Und auch dazu gibt es ganz tolle Titel, also sind zum Beispiel großartige Sachen erschienen zum Thema Wasser oder überhaupt ist Umwelt ja ein großes Thema. Das ist meine Schwiegermutter gewesen. Schönen guten Tag. Das war jetzt so nicht geplant, Entschuldigung. Also Umwelt ist ein Riesenthema im Augenblick, Wald und Bäume ist ein Riesenthema. Auch dazu gibt es ganz viele tolle Neuerscheinungen. Bauernhof ist wieder ein Thema, großartigerweise, das ist wiedergekommen. Während andere Themen, ja wie zum Beispiel Dinosaurier, habe ich das Gefühl, im Moment gar nicht so wahnsinnig akut sind. Nachhaltigkeit ist ein Riesending im Augenblick, Umweltschutz, all diese Themen, die auch ja, für uns Erwachsene im Moment sehr, sehr aktuell sind. All diese Dinge werden natürlich auch im Bereich für Kinder und Jugendliche umgesetzt. Das ist auch richtig und wichtig so. Es hat allerdings immer so ein bisschen es trübt das Ganze immer so ein bisschen natürlich, finde ich, wenn so ein großer Schwerpunkt darauf gelegt wird, wie viele Tiere schon ausgestorben sind, wie bedroht unsere Meere sind. Das ist wichtig, das zu nennen, ja. Aber man hat einen großartigen Bildband über die Meere, nur um dann zu erfahren, dass eigentlich die Hälfte der Tiere, die man da sieht, vielleicht schon gar nicht mehr da sind demnächst. Das hat natürlich immer, es ist... Es gehört dazu, ja. Frage ist immer, wie ist es gewichtet? Was fällt mir noch ein zum Thema Geschichte? Bin ich im Moment so ein bisschen auf dem Trockenen. Was für jüngere Kinder immer super funktioniert, das sind Wimmelbilder, Wimmelbücher. Und es gibt mittlerweile auch Sachwimmelbücher. Eine App fällt mir dazu ein, also falls Sie auch im digitalen Bereich unterwegs sind,
Dann gibt es die großartige Wimmelbuch-App von Ravensburger, die Ritterburg. Ist allerdings eher fürs Kindergartenalter geeignet. Das heißt, wir bewegen uns auf dem Bildschirm durch eine Wimmelburg hindurch, durch so ein klassisches Wimmelbild, aber alles bewegt sich. Man kann alles anticken, man kann alles mal ausprobieren und es gibt dann auch kleine Spiele, die da integriert sind. Und während man sich durch diese Burg hindurch bewegt, erfährt man ganz viel über die Zeit und über die Sitten und über alles, was da an so einer Burg dran und drin war. Das ist allerdings kostenpflichtig, diese App, ist aber auch ohne Werbung dafür, wie gesagt, von Ravensburger entwickelt. Und das wäre jetzt so eine Geschichte, wo ich sage, ist auch für die Allerkleinsten ein ganz toller Einstieg ins Thema Geschichte. Das gibt es dann natürlich im Zweifel auch in groß, in größer und eventuell auch in Buchform. Also interessant auch, es gibt jetzt auch Wimmelbücher über einzelne Städte. Ich habe neulich eins über Hamburg in der Hand gehabt. Finde ich auch ganz interessant. Und also man muss sagen, und das kann ich auch immer wieder nur raten, bitte nehmen Sie nur Titel in Ihre Auswahl auf, die Sie mögen. Bitte nehmen Sie Titel auf, arbeiten Sie mit Büchern, wo Sie das Gefühl haben, boah, es spricht mich an, es ist meins. Wenn Sie versuchen, und das habe ich, also das ist wirklich was ich Ihnen ans Herz legen kann, ich habe es oft versucht und es ist mir nie geglückt, die Kinder merken, dass sie nicht hinter einem Thema stehen, wenn das so ist. Und die Aufmerksamkeit geht weg. Also das heißt, die Kinder verspüren ganz genau, dass sie das jetzt hier gerade halbherzig versuchen, über die Bühne zu kriegen, und sind mit der Aufmerksamkeit ganz schnell woanders. Und das kann ganz schnell ärgerlich werden, beziehungsweise vielleicht haben sie viel, viel Zeit investiert, um ein Programm zu entwickeln. Wenn sie das probieren, mit Büchern, mit Inhalten zu machen, die sie nicht verkörpern können, da wird nichts. Also bei mir ist es nichts geworden. Schreiben Sie mir, erzählen Sie mir davon, wenn es bei Ihnen geglückt ist. Ich habe auch teilweise abends um 11 noch da gesessen für Programme, die ich am nächsten Tag brauchte. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe alles im Kasten, um dann festzustellen, es liegt mir nicht und es wird nicht funktionieren. Insofern, wenn es Bücher gibt, von denen Sie sagen, großartig, ich habe jetzt auch noch gar keine Idee dazu, wie ich es gestalterisch oder inhaltlich umsetze, nehmen Sie es einfach mal mit. Vielleicht kommen Sie auch einfach ins Gespräch mit den Kindern in Ihren Gruppen. Manchmal reicht das tatsächlich auch. Manchmal, wir sehen es auch an dem Beispiel, das Christina uns freundlicherweise geschildert hat zum Thema Zeit. Wenn man die Geduld aufbringt und den Kindern den Raum lässt, dann entwickelt sich ein Thema gelegentlich auch fast von allein, ohne dass man furchtbar viel Führung da rein investieren muss. Und das sind dann natürlich tolle Geschichten, wenn man auch was erwischt, worüber man selber was sagen kann, worüber man selber eine Erfahrung hat, die man den Kindern mitbringen kann, eine Geschichte aus dem eigenen Leben, die man erzählen kann. Das finden die meistens ganz spannend. Ja. Jetzt habe ich noch eine kleine Frage. Wie gehen Sie denn damit um? Kinder haben ja eine ganz unterschiedliche Aufmerksamkeitsspanne und ich kann sie packen, aber da ist vielleicht einer da, der rutscht ständig auf dem Hosenboden rum und spielt mit dem Kissen und ist eigentlich nicht mehr bei der Sache. Warum auch immer. Vielleicht hat er auch einen schlechten Tag gehabt. Wie reagieren Sie oder was sagen andere? Wie kann man den oder diese Gruppe entspannen? Weil automatisch zieht er natürlich die Aufmerksamkeit auf sich und lenkt alle anderen ab. Ich gebe die Frage jetzt zuallererst mal in die Runde. Hat jemand gute Tipps parat? Wenn Sie nichts sagen, sage ich was. Okay. Gut. Also dann würde ich tatsächlich was dazu sagen. Wenn da keiner eine gute Idee spontan hat. Es ist ja so, dass sie in den Leseclubs zumindest ist es so, dass man die Kinder oftmals ungefähr zur gleichen Zeit immer wieder bei sich hat, in regelmäßigen Abständen, idealerweise ein bis zweimal die Woche.
Und man kennt ja so ungefähr seine Pappenheimer. Zum einen ist es so, dass viele Leseclubs, vielleicht ist das bei Ihnen auch so, innerhalb von Schulen eröffnet worden sind und dass man die Kinder praktisch im Ganztag da abgreift und schon mal versammelt. Das muss man natürlich einkalkulieren. Das ist in der Büchereiarbeit manchmal anders. Da hat man das Glück, wenn man die ganze Klasse am Vormittag bekommt, sind die vielleicht noch aufmerksam. Für einen Leseclub, ich fange mal damit an, würde ich sagen, üben Sie Nachsicht und wenn Sie merken, das ist heute nichts mit der Aufmerksamkeit, machen Sie was anderes. Wenn Sie können, weichen Sie aus. Wenn Sie können, machen Sie ein Spiel. Ne? Was immer gut funktioniert mit Kindern, die sich absolut nicht konzentrieren können, das ist, wenn Sie mit Widerstand arbeiten. Das heißt, wenn Sie kneten, wenn irgendwas Widerstand leistet, gegen den ich angehen muss. Wenn Sie zum Beispiel, es gibt diese alte Kindergartentechnik, wo man mit so einer Nadel in Papier stechen muss und man hat so einen Filz unten dran. Das heißt pricken oder prickeln. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen. Das ist auch so eine Technik, dieses Durchstoßen der Nadel durch dieses Papier, was dann ein bisschen Widerstand bildet. Das ist unheimlich schön, um Kinder zu entspannen. Also man merkt eigentlich sofort, es gibt Techniken, die man anwenden kann. Ja, wie gesagt, kneten ist auch so eine Geschichte, wo bei den Kindern sofort, man merkt, die gehen auf ein anderes Level. Man kann es natürlich auch probieren, wenn man die Gruppe beisammen hat, dass man eine kleine Bewegungsübung reinnimmt zwischendurch. Das sollte aber nicht zu wild werden. Also ich habe schon Nachlaufspiele angefangen und die Kinder überhaupt nicht mehr zur Ruhe gekriegt. Das war ungefähr so, wie wenn ich versucht habe, Wellen auf einem See zu machen und dann zu sagen, okay, jetzt Ende der Wellen. Das ging nicht. Also die Wellen gehen dann immer weiter und die Kinder haben sich immer weiter bewegt und das Spiel wurde dann sehr wild. Also was man machen kann zum Beispiel, ist eine Traumreise, ne, dass man eine Geschichte erzählt, um die Kinder zu beruhigen, was sich für mich persönlich sehr gut bewährt hat im Ganztag mit unruhigen Kindern, die schon einen ganzen Schultag in den Füßen und auch in den Köpfen haben, ist eine kleine Konzentrationsübung. Sie können so Geschichten machen wie zum Beispiel eine ganz haptische Sache mit den Fingerspitzen aneinander tippen, um einfach die Konzentration wieder zu kriegen. Wir haben das immer so gemacht, meine Programme haben immer einen Buchstaben, also O wie Ostern, I wie Ei, was auch immer. Und ich schreibe diesen Buchstaben, wir stehen im Kreis, ich schreibe diesen Buchstaben dem ersten Kind auf den Rücken mit der Hand. Das Kind muss dann, ohne dass ich den Buchstaben nenne, versuchen, anhand meiner Figur, die ich auf den Rücken zeichne, was für ein Buchstabe das war. Und so wie man Stille Post spielt, malt dieses Kind dem davorstehenden Kind den Buchstaben, den es vermeint hat zu erkennen, ebenfalls auf den Rücken. Also dabei müssen natürlich alle die Augen schließen, keiner darf luschern. Und das führt dazu, dass ich, bevor ich überhaupt anfange mit meinem Programm, das mache ich ganz am Anfang als erste Übung, habe ich die Kinder einmal in die Konzentration und einmal in die Ruhe gebracht. Und das hilft meistens ganz doll. Was auch sehr gut funktioniert, im Bücherpaket 2021 ist eine Kartensammlung drin. Und zwar, lassen Sie mich kurz schauen, wie die heißen. Das ist eine Sammlung von losen Karten, das ist gar kein gebundenes Buch. Und diese bieten unterschiedliche Übungen an, die man mit den Kindern entweder im Kreis oder auch freistehend durchführen kann. Und da sind auch ganz, ganz tolle Ideen über Spiele, die man mit den Händen machen kann. Kleine Konzentrationsübungen. Kann es jetzt natürlich spontan nicht finden. Ich suche mit den Augen wie verrückt weiter, während ich Ihnen einfach weiter was erzähle. Vielleicht habe ich Glück. Und hier ist es. Haha, es ist aus dem Buchpaket von 2020 und es heißt 30 Powerpausen für Kinder. 30 Powerpausen und das sind, man kriegt so einen Umschlag, den kann man aufmachen, da sind 30 Karten drin, man sieht immer ein Bild vorweg und wenn Sie die Karte umdrehen, ist ganz genau erklärt, wie das Spiel funktioniert und da sind ganz, ganz unterschiedliche Geschichten drauf, wie man eine Gruppe von Kindern beschäftigen kann, je nachdem, wie gerne sie sich selber bewegen, wie viel sie an dem Tag Gas geben möchten oder
Ruhe reinbringen möchten, kann man sich da ganz unterschiedliche Sachen aussuchen und das kann man sehr, sehr gut mit den Kindern vor Ort durchführen. Das funktioniert ganz gut. Was gar nicht gut funktioniert, ist zwischendurch Süßigkeiten austeilen. No go. Das funktioniert gar nicht. Wenn Sie zu Beginn oder in der Mitte der Stunde Süßigkeiten austeilen, wird bis zum Ende der Stunde gefragt, ob noch mehr Süßigkeiten da sind. Und das sollte man dringend vermeiden. Und wie gesagt, nach der Hälfte der Stunde ein Fangenspiel, ein Haschmichspiel oder ein Bewegungsspiel mit ganz, ganz großen, vielen Bewegungen zu machen, da kann ich auch nur von abraten. Also ich habe es nicht geschafft, die Kinder wieder zusammenzusammeln. Deswegen bin ich da vorsichtig geworden. Super Tipps, vielen, vielen Dank. Aber was ist denn, wenn ich nur einen, sag ich jetzt mal, Störenfried oder Unruhigen habe? Ja, das macht es leichter. Nehmen Sie den zu Ihrem Assistenten. Geben Sie dem was zu tun. Also einen lauten Störenfried kriegt man meistens ganz gut beschäftigt, indem man sagt, hoho, du bist für heute mein Assistent. Und dem müssen Sie dann natürlich auch eine Aufgabe geben. Der muss dann einen Schlüssel tragen oder der muss dann was vorlesen oder der muss was tun. Meistens meinen die Kinder das ja nicht böse. Die sind ja nicht unruhig, weil die sie ärgern wollen, sondern es gibt Kinder, die kämpfen sehr, sehr stark damit, die Aufmerksamkeit auf eine Sache zu richten. Und meistens wird es tatsächlich leichter, wenn Sie den ganz nah bei sich behalten. Das heißt ja immer so schön, Kinder, die dich zur Weißglut treiben, darfst du nicht wegschieben, sondern ran. Also ganz nah bei sich. Nützlich ist immer, habe ich festgestellt, wenn die Kinder sich fest hinsetzen können, wenn die sich irgendwo hinpflanzen können, wo die wirklich auch, ich sage jetzt mal, wurzeln. Ein Stuhl für jeden oder so ein, ich weiß nicht, Sitzkissen oder irgendwas. Die Kinder lose einfach auf dem Fußboden zu platzieren, hat sich für mich nicht bewährt. Weil meistens hat einer einen Fuß im Gesicht oder einer den Hintern vom anderen irgendwo da, wo er ihn gar nicht haben möchte. Insofern bin ich dazu übergegangen. Ich habe gedacht, ich könnte das so hippiemäßig mal eben über die Bühne bringen. Geht gar nicht. Also es braucht jeder einen Stuhl, es braucht jeder einen Platz oder zumindest ein Kissen. Und wenn jeder weiß, wo er hingehört, ist auch meistens im Sitzen und im Verweilen schon mehr Ruhe drin, als wenn die Kinder nicht ganz genau wissen, wo sie sich jetzt aufhalten dürfen oder wie oder bei wem. Haben Sie sonst noch Fragen, Ideen, Anmerkungen? Wir haben jetzt so unsere letzten 3 Minuten zusammen. Sie hätten jetzt noch die ganz große Chance, was zu sagen, was zu erzählen, uns teilhaben zu lassen an Ihren Erfahrungen. Okay, ich weiß jetzt nicht, welche erhobene Hand ich als erstes dran nehmen soll. Na gut, dann gehe ich mal davon aus, dass ich Sie jetzt hoffentlich nicht erschlagen habe mit der Anzahl von Informationen, sondern Ihnen ein paar Impulse mit auf den Weg geben konnte für Ihre Arbeit. Vergessen Sie nicht, die Arbeit, die Sie leisten, die wir leisten, das ist eine sehr wichtige Arbeit. Also die Leseförderung, die wir betreiben, die Arbeit, Kinder ans Buch zu bringen oder an die Geschichten oder die Geschichten und Bücher ans Kind zu bringen. Das ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag, der ergeht im Grunde genommen an uns alle, an Büchereien tatsächlich, an Leseclubs, an Lehrkräfte, alle, die wir da sind. Denn Lesen ist immer noch die Kulturtechnik, die es uns erlaubt, Bildung zu erwerben. Also es funktioniert immer noch, dass der Großteil unserer Bildung über das gelesene Wort, über die gelesenen Inhalte und Kinder, die nicht in der Lage sind, in der Schule ihren Arbeitsauftrag abzulesen, machen meistens keine sehr lange Schulkarriere. Also sie können Schicksale beeinflussen und sie können unserer Gesellschaft im Grunde genommen einen großen Beitrag erweisen und das tun sie alle, indem wir Leseförderung betreiben und indem wir die Fahne hochhalten, sage ich mal, für das geschriebene Wort, wo auch immer es auftauchen mag, sei es digital, sei es analog oder sei es im Medienmix. Ja, wir sind für heute am Ende dieser Veranstaltung angekommen. Ich darf mich herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie so tapfer bis zum Schluss ausgehalten haben, auch wenn es bei Ihnen vielleicht sehr warm ist an diesem Tag.
Schön, dass Sie dabei waren. Vielleicht sehen wir uns mal wieder auf dem Bildschirm oder auch in live. Ich würde mich freuen. Vielen lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit und haben Sie einen schönen Nachmittag. Tschüss.